Moin, moin, Matrosen. Hier sind der Klabbi und der Tommy mit einer neuen Folge Daisy. Viel Spaß wünsche ich beim Zusehen. Wir sind zwei Noobs zum Scheitern verurteilt und unterwegs in Richtung Klabbi. Wo sind wir unterwegs? Auf der Straße. In Richtung Mogilewka, aber das dauert noch ein bisschen. Da kommen wir jetzt erst noch an einem Ort vorbei, wo vielleicht ein Auto steht. Mogilewka, da war gerade ein Jingle drüber. Mogilewka. Und wenn wir scharf nach links gucken, entdecken wir vielleicht ein Förster-Aussichtsturm. Wie heißt das? Ohne Förster, bitte. Also nicht Daisy, also ein Hochsitz. Ein Hochsitz entdecken wir da vielleicht. Paschner Buch schreibt mir gerade, voll Profi-like das Rucksack-Crafting erklärt. Ja, das kann der Klabbi. Soll ich mal einen echten Rucksack craften? Wie viele Bandagen hast du denn zur Not? Weil ich glaube, ich müsste dann meine ganzen Bandagen aufbrauchen. Ich habe noch ein paar. Dann jetzt, wo ich wieder Platz habe, finden wir nachher bestimmt wieder ein paar Sachen, wo wir dann... Okay. Dann nehme ich diesen Stick und cutte den Stick klein. Und dann nehme ich diese Thirds auf mein Ach, das war ja die Geschichte. Man muss das dann auspacken. Was machst du gerade hier für ein... Ich habe Du sahst aus wie Zuckerwatte, Entschuldigung. So, jetzt habe ich einen improvisierten Rucksack. Was ist das denn für ein Rohr da unten? Bitte wie? Da kann man auch falsch verstehen. Ja, also wie kann man das richtig verstehen, frage ich mich. Was ist das? Aber es war so schön scheiße gerade. Hm? Machst du denn? Ich versuche mir ein Stück... Wieso haust du mit der Mütze die Rinde? Ich habe versucht mir ein Stück, einen Stock abzuschneiden. Weil ich ja meinen Stock genommen habe und wie du siehst, wenn du auf meinen Rücken guckst, guck auf meinen Rücken, Liebling. Ja, ich, was hast du mich Liebling genannt? Ja, wenn du auf meinen Rücken guckst, dann siehst du, dass ich einen Rucksack habe, der aus einem Burlap-Sack und Schnur und Stöcken besteht. Ja. Man muss zuerst, für alle, die das nachmachen wollen, muss man den Burlap-Sack und die Schnur miteinander verknoten und dann auf das Gebilde, was sich Courierbag nennt, die Stöcke drauf, also den dreigeteilten Ast draufziehen. Einfach so. Und dann kriegt man diesen improvisierten Rucksack, der ziemlich gut ist. Also auch wenn man auf Servern spielt, wo man Angst hat, dass einen Leute vielleicht hauen oder beißen oder treten. Was haben wir denn hier gefunden? Weiß auch nicht genau. Da könnte ein Auto stehen, glaube ich. Da habe ich mich jetzt erschrocken. Warum? Weil ich dich gesehen habe und du warst so unglaublich hässlich. Na, danke. Ich bilde mir ein, ich hätte ein Zombie quietschen gehört. Ich habe hier noch ein Burlap-Sack gefunden. Oh, und ich habe nochmal 49 Schuss Munition gefunden. Boah, krass. Auch für diese 22er? Ja. Schade. Ah, der Zombie ist hier unten. Der kommt gerade auf mich zu. Und ich habe nochmal 17 Schuss gefunden. Bald mache ich einen Shop oder sowas auf. Ja, ich kaufe gleich bei dir ein. Ich muss mich mal gerade heilen. Das heißt, du hast sie tot gemacht. Ich kann wieder runterkommen? Ja. Hier wäre übrigens noch ein Burlap-Sack, wenn du... Oder hast du schon einen vernünftigen Rucksack? Ich habe schon einen ganz großen sogar. Ach, du bist das. Ich dachte, hier rennt noch ein Zombie rum. Ich hab doch gesagt, es ist jetzt wieder sicher, kann ich wieder runterkommen. Ich wusste nicht, dass du so schnell bist. Weißt du, damit der Klabbi hier gleich wieder looten kann, weißt du? Oh, was liegt denn hier? 7,62er? Alter! Kann ich jetzt meine SKS?
Das ist doch viel sympathischer. Höre ich da ein Auto? Nee. Ich glaube, jetzt hast du... Oder? Nee. Wer würde denn hier Auto fahren? Das ist doch nicht PUBG. Okay, jetzt habe ich hier 7,62er Munition gefunden. Die passt nicht in die SKS. Dann brauche ich wahrscheinlich 5er. Ja, könnte sein. Schade. So, liegt hier noch irgendwas? Finden wir hier noch irgendwas? Nee, ich bin schon längst weitergelaufen. Hier ist noch ein Hut, da sind Bücher. Klabbi, du hast hier dein pinkes... Ja. Dein pinkes Ding liegen lassen. Ich hab was besser. Dein pinkes Ding. Ja, Sina Susa. Beim DayZ geht es nur ums Überleben. Aber man kann das auf ganz unterschiedliche Arten machen. Also man kann... hätte ich vorhin schon einen ordentlichen Rucksack gehabt, hätte ich zum Beispiel ein Päckchen Tomatensamen mitgenommen. Und dann hätte man sich hier ein Feld beackern können. Und hätte hier Tomaten anpflanzen können. Und kann dann eher so in Richtung Selbstversorger. Kann sich selber Pfeil und Bogen herstellen. Kann Wildtiere jagen und erlegen und die Felle von denen verwenden. Also kannst entweder so in die Richtung gehen oder du kannst sagen, ich guck mal, wen ich so treffe mit einer 22er mitten in den Kopf und was der dann an Loot dabei hat. Du kannst in die Städte reingehen und kannst da, wo es am Zombie verseuchtesten ist, gucken, was andere noch an Loot haben liegen lassen und was du sozusagen in den Schubladen findest. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie man dieses DayZ oder dieses Überleben spielen kann. Und jetzt habe ich gerade gesehen, du bist trotzdem wieder weg. Ich danke dir herzlich fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis demnächst. Tschüss. Tommy, wo bist du denn? Ich bin schon ein ganzes Stück die Straße weiter. Ja, ich hinke. Warum das denn jetzt wieder? Ja, weil ich langsamer bin als du. So, wo bist du denn jetzt genau? Bist du gerade ausgelaufen an der Kreuzung? Ja. Immer geradeaus. Also stimmt nicht ganz. Immer der Straße folgen. Das würde der Fahrlehrer sagen. Weil geradeaus geht die ja nicht. Immer der Vorfahrtsstraße folgen. Ich habe keine Ahnung, ob man hier Vorfahrt hat. Ich glaube, das ist auch völlig egal. Kommen wir da wieder an den Damm? An mehreren. Kommen wir vorbei. Da hinten bist du doch. Dann kann ich ja weiter rennen. Ah ja. Da ist er, der Gute. In Mogilewka gibt es einen Brunnen. Das ist gut. Ja, da können wir mal ein bisschen trinken. Also langsam... Wäre es nicht verkehrt, wenn ich mich mal wieder ein bisschen auflade? Wir kommen jetzt erstmal noch an einem Vorort vorbei. Puddle of Pooh hat noch eine weitere Möglichkeit, das Spiel zu spielen, hinzugefügt. Ich bin für Kopfzermatschen. So Naturbursches Öde. Ach so, du meintest, die 22er in den Kopf meintest du, es ist Kopfzermatschen. Ich dachte, du hättest jetzt noch den Nahkampf mit Knüppelwaffen hättest du jetzt noch ins Spiel gebracht. Ja, warum nicht? Okay, und im nächsten Ort sind Zombies. In welchem Haus bist du drin? In dem großen roten, aber das lohnt sich nicht reinzukommen. Da ist, außer du bist ein Hammer.
Ansonsten ist das eher langweilig. Also spannend ist der Zombie vor der Haustür. Hm. Vielleicht nehme ich auch einfach die Repeater mit, die hier liegt. Ja. Die könnte sogar 22er Munition fressen. Ach, apropos, dann kann ich ja, wenn ich jetzt so viel Munition habe, wo ist denn der Bursche? Kann ich den vielleicht aus dem Fenster raus erschießen? Oh, da lag doch tatsächlich noch eine Magnum im Schrank. Was will man denn mehr? Und ich habe diese 7,62er Munition gefunden. Ich habe aber eine Portion, die ist damaged. Wo ist denn der Zombie? Da. Nicht erschrecken, ich schieße. Wenn ich kann. Wenn er mich lässt. Ah. Wie kann ich denn das jetzt hier? Und wie viel brauche ich hier eigentlich dafür? Ich probiere mich mal gerade ein bisschen aus. Ich sehe auch gerade. Ha! Erlegt! Jetzt muss ich halt händisch nachladen. Aha, so. Nee, die Munition kann ich dann nicht reintun. Wo sind denn die anderen? Also beim draufziehen wird das nichts, egal welche Munition, kann ja nicht sein. Ja, es gibt halt nicht nur zwei Sorten. Das ist doch langweilig. Na, ich guck mal, vielleicht liegt hier noch irgendwo. Vielleicht liegt da hier irgendwo die Munition dafür rum. Du denkst zu logisch. Wieso? Weil das Spiel meiner Wahrnehmung nach nicht so logisch funktioniert. Oh, 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 oh. Whoa! Nimm die andere Waffe und hau ihn. Tja, was mache ich jetzt? Nehme ich die SKS mit? Aber die passt nirgendwo rein. Oh. Ich blute. Ich blute. Hast du Rex? Ja. Soll ich die SKS mitnehmen oder die? Ich würde die Repeater mit. Heißt die Repeater? Ja. Also ich bilde mir ein. Ach, hier steht sogar Uses. Uses 0357 Kaliber. Okay, die habe ich jetzt nicht. Ich hätte vermutet, dass sie vielleicht 22er benutzt. Tja. Ich habe hier einen Angelhaken. Nimm ihn mit, machen wir eine Angel draus, fangen wir Fische. Also aber der ist damaged, funktioniert er trotzdem? Nicht so gut, ne? Also ich glaube, man kann es probieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob dann halt die Wahrscheinlichkeit des Erfolges extrem abnimmt. Ja. Okay, dann lasse ich die SKS hier und nehme den Repeater mit. Bin ich mal gespannt, ob das so die richtige Entscheidung ist. Was passt in die SKS rein? Keine Ahnung, das steht da nicht. In den Repeater passt irgendwie so 0, 3, 5. Ich habe das noch im Magnum gefunden. Hast du 7, ne? Wie? 7,26er Munition, 7,62er Munition, weil dann würde ich erstmal probieren, ob die vielleicht in die in die SKS reinpasst. Ich meine, das sei SKS-Munition. Und davon ja, aber wenn ich drüber gehe, dann kam ja nie was. Ach, und du bist mit dieser 7er Muni drüber gegangen. Ja, dann war rot, aber wie ich mich kenne, mache ich es wahrscheinlich wieder falsch. Warte, ich habe die Waffe gefunden. Ne, geht nicht. Geht nicht, ne? Aber dafür habe ich noch ein Magnum gefunden, das heißt, ich brauche jetzt Munition. So langsam wäre schön, wenn ich Munition hätte, weil dann kann man auch mal die ganzen Waffen auch mal benutzen. Ja, dann lass uns weiterlaufen. Hast du schon alles gelootet hier? Also da war ich schon drin, wo du jetzt hinrennst. Und das da?
Da war ich auch schon drin, da war ich ganz am Anfang dann. Und in dieser Hütte? Auch. Und in dieser Waschmaschine? Da habe ich nur meine Wäsche drin gewaschen. Ah. Gut. Klumpsklo. Huch. Ist das ein Bauwagen oder? Nee, man kommt nicht rein. Das ist keiner von denen, die reinkommen. Aber ich finde das lustig, dass sie da quasi eine. Wie nennt man das? Dass sie da eine Baustelle aufgebaut haben, der noch nicht begonnen wurde zu arbeiten. Ja, ist nicht verkehrt, ne? Ich guck mal, gerade hier oben liegen Dachten so Ziegel. Was liegt hier? Oh, jetzt muss ich ja aufpassen, ne? Nicht, dass ich hier runterfalle. Ja. Besser wäre das. Da werde ich mich mal anstrengen, dass das nicht passiert. Wir erinnern uns, ne? Treppe des Todes. Mhm. Von der dritten Stufe bin ich gesprungen. Ich glaube, das haben sie in der Pre-Beta-Version, die ich auf der Gamescom angespielt habe, haben sie das auch deutlich verändert. Weil da kannst du zum Beispiel auf die ganzen kleinen Steine und die kleinen Mäuerchen und so und auch den Ast, an dem ich mich vorhin festgebackt habe, da kannst du dann einfach drüber laufen. Ja, ich bin schon weitergelaufen. Ich suche Straße entlang oder? Prinzipiell die Straße entlang, aber ich laufe ein Stückchen rechts abwärts, weil da irgendwo ein Hochsitz stehen soll. Ja. Und ich bin doch so an so ein Hochsitzgott. Hoch. So. Der Klabbi wartet gar nicht auf mich. Der Lump. Ich vermute, auf einem Hochsitz ist so wenig Loot, dass sich das nicht lohnt, da zu zweit drauf zu klettern. Außer man will kuscheln. Aber du hast ja vorhin schon mein rosa Dings nicht gemocht. Da wirst du bestimmt auch nicht mit mir kuscheln. Nee, lass mal. Na gut. Wir kuscheln nachher mit den Zombies. Ja, die sind auch sehr anschmiegsam. Ja, die sind erst feurig und dann sind sie kuschelig. Ich finde den blöden Hochsitz nicht. Aber ich sehe jetzt die Stadt. Das ist schon mal gut. Ich bin auf dem Weg. Ne? Ich renne schon wie ein Fleißiger. Also ich bin dann wahrscheinlich irgendwo. Ich sehe auch schon die Stadt, ja. Ich bin dann irgendwo rechts von dir. Also läufst du doch irgendwie querfeldein. Ich laufe jetzt, wenn ich eine Stadt gefunden habe, laufe ich querfeldein. Also dann kann man sich ja nicht verpassen. Ja, da ist zuerst so ein gelbes Haus. Ich bin wahrscheinlich ein ganzes Stück weiter rechts von dir. Ich bin quasi einmal übers Feld an den Scheunen, wo so ein Silo hochsteht. Ich guck mal gerade, ein Silo. Ja, okay, ach, du bist ja ganz da hinten. Ja. Hm. Und höre, aber ist, und höre bis der jetzt Sinn bei so einem Survival-Game nicht ja der, dass man einfach mal so zusammenbleibt und zusammen überlebt? Oder? Naja, wenn mich jetzt hier jemand ein paar schöne Schuhe für dich. Wenn mich jetzt hier jemand überfallen sollte, dann könnte ich dir sagen, oben da sind Leute, die überfallen mich gerade. Und dann kannst du kommen und mich retten. Ja, das ist also nicht verkehrt. Stimmt eigentlich. Hey, hast du eigentlich Also zusammen, so dass man innerhalb von 20, 30 Sekunden beieinander wäre, das finde ich hilfreich. Ja, das stimmt. Hier ist eine Hunting Winter Jacket, aber die ist damaged. Die du mir gegeben hast, ist besser. So, Military Boots. Ich guck mal gerade. Kann ich auch Schuhe irgendwie kaputt machen und zu Dings verarbeiten? Nee, das geht nur in The Long Dark. Oh, jetzt tauchen hier die ersten Zombies auf. Schade eigentlich. Ich bräuchte mal so langsam wieder ein paar Racks oder sowas. Was ist denn hier? Ich bin energized. Also so langsam wär ich bedürftig. Ich brauche Äpfel. Hm.
Ich brauche Äpfel. Ja, zum Naschen, weiß doch. Oh, ich habe ein First Aid Kit gefunden. Und was ist drin? Ein Blood Bag Kit, eine Bandage, ein Blood Test Kit. Blood Test Kit klingt gut. Sag mal, was ist das für ein Zombie? Da hat er mich glatt gehauen. Der Lump. Aber ja, aber hallo. Das fand ich nicht nett. Der Lümmel. Ja, vor allem ist er dabei vor mir auf den Boden gekrochen. Also du kannst... Die haben relativ originalgetreu die das Thema Blutgruppen hier nachgebildet. Ja. Und du kannst... Du kannst quasi entweder dein eigenes Blut abnehmen und das dann mit dir mitschleppen. Mhm. Ach so, das falls du mal... Falls du mal, also quasi, wenn du genug Nahrungsmittelvorräte hast, sodass du gut wieder Blut regenerieren kannst, weil natürlich kostet dich das was, dein eigenes Blut abzunehmen. Okay. Ach so, na klar. Ja, wie gesagt, aber wird es denn irgendwann so wichtig? Ich kenne mich ja nicht aus, also ich stelle mir jetzt so vor, auf dem Rasselband-Server, wenn man da so relativ safe die ganze Zeit läuft und schön looten kann und so ein bisschen sich auch Zeit lassen kann und so. Ja, hast du natürlich recht, aber, also das ist das, was man machen kann, dann kannst du dir sozusagen dein eigenes Blut konservieren. Dein eigenes Blut konservieren? Dein eigenes Blut für den Notfall und mit diesem Testkit kannst du testen, welche Blutgruppe du hast, weil es sind nicht alle Blutgruppen zueinander kompatibel, genau wie im echten Leben. Ach, jetzt habe ich meine Magnum weggeschmissen, jetzt habe ich diese Punkt 357. Ja, bring mit, die brauche ich. Ja, bring ich mit. Ja, ich darf auch mal schießen. Ich knalle Zombies ab. So, habe ich jetzt Rex gebaut? Habe ich. So. Klabi, was meinst du? Wollen wir nachher noch eine Runde PUBG? Ja, auf jeden Fall. Ach so, wir müssen ja nachher mal gucken, weil die Abstimmung, das hatte bei manchen nicht funktioniert. Ich war ja vorher noch im Chat, ich habe das selber gesehen. Und wenn die Leute diese Dinge nicht aktiviert haben oder nicht aktivieren können oder wollen oder sollen, wie auch immer. Ah, okay. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass man da irgendwann irgendwas aktivieren musste. Ja, du musstest so ein Puzzleteil, du musstest so Streamlabs, musst dann ja, okay. Irgendwie drauf zugreifen können. Und das hat bei allen nicht funktioniert. Und drei Stimmen PUBG, waren für PUBG oder? Und vier waren für... Ja, es war sehr knapp. Ah, okay, das habe ich weniger knapp wahrgenommen, aber gut, dass du sagst. Es war sehr knäpplich. Ich glaube, ich habe einen Stift gefunden. Yes! Damit kann ich jetzt bestimmt malen. Nach Zahlen. Ja, wollen wir mal noch was Cooles machen? Uns einen Huhn fangen und das braten oder so? Ja, komm. Irgend sowas müssen wir machen. Irgendwie. Hier stehen Apfelbäume. Komm mal. Mit Zombie-Beilage. Cool. Hier liegt noch ein First Aid Kit. Und ein Gaskanister für meine Portable Gas Lamp. Yay! Du hast eine Portable Gas Lamp? Na klar, Mann. Wie kommst du denn zu der Ehre? Ich habe eine vollständige Gaslampe. Cool. Und jetzt kann ich das vergammelte Zeug aus dem alten First Aid Kit rausnehmen und das gute Zeug reinpacken.
Ich höre ein Huhn. So, nehme ich das noch mit? Kriege ich das noch irgendwo unter? Warte mal. Bei mir wird es langsam ein bisschen knäpplich. Also das Longhorn haue ich jetzt weg, oder? Ja, ich habe auch schon die ersten harten Entscheidungen treffen müssen. Und ich bin eben gerade komplett voll. Ja, es nützt nichts, weil das nimmt alles so viel Platz ein. Tja, ich habe halt einen guten Rucksack, selbst gemacht sogar. Warte mal, ich sehe gerade was. Ich glaube, die CR. Magnus, bis gleich. Ja, Magnus, hau rein. Zombie die Tür vor der Nase zugemacht. So, ich komme jetzt gleich rüber. Ich muss nur mal gerade noch was trinken, weil ich langsam thirsty bin. So, das doofe First Aid Kit lasse ich mal beiseite. Dann kombiniere ich mal die Racks. Ich habe ja noch eine Säge, Box of Nails. So, also ist, oh, so langsam, das ist schon ziemlich cool. So langsam gibt es hier ein paar richtig tolle Sachen. So, was haben wir hier? Ich habe noch eine Bomberjacke. Warst du das? Was? Der Schuss? Ja, das war ich. Alter. Alter. Ja, war so ein Zombie. Und ich habe 70 Schuss, die ich jeden einzelnen händisch nachladen muss. Was hast du denn heute eigentlich alles schon gespielt? Ich habe nur This War of Mine und oh, und ich glaube... Wo bist denn du gerade? Und ich glaube, er hat meine Axt verbuggt. Ich hatte ein. Warst du das? Ja, das warst du. Das war ich gerade. So, jetzt habe ich zumindest die Waffe mal leer gemacht, aber die nehme ich mit. Da muss ich jetzt gucken, dass ich die noch mitbekomme. Irgendwie. Die ist gar nicht so schlecht. Wo auch immer du gerade geschossen hast, sie kommen alle zu dir. Echt? Es sind mehrere. Ich würde rennen an deiner Stelle. Alter! Klappi, wo bist du? Wow, ich hab auch einen am Arsch. Vier! Alter! Scheiß doch die Wand an! Lass mich in Ruhe! Lass uns aus der Stadt rausrennen. Ich hab grad zwei hinter mir. Drei. So ein Scheiß. Und ich hab mir irgendwie meine Schnellwahl... Taste verbuggt. Da ist jetzt gleichzeitig eine Pickaxe, die ich gar nicht mehr dabei habe, und meine Axt, die ich dabei habe. Die sind gleichzeitig da drauf. Das heißt, ich kann sie nicht ziehen. Oh Gott, ich habe mich in dem Haus verkrochen. Ich renne auf einen Hochsitz zu und hoffe, dass ich bis dahin genug Abstand kriege, dass sie mich die Leiter hochrennen lassen. So, erstmal Bleeding, erstmal. Aber ich fürchte, sie werden mich hitten. Alter, kann nicht wahr sein! Haha, sie kriegen mich nicht. Sie haben mich nicht gehittet. So, meine drei Helden. Das ist aber neu, ne? Was? Das war doch vorher. Aber durchs Fenster kriege ich sie noch. Also das Schießen doch mit absoluter Vorsicht zu genießen. Ja. Ich bin gerade ganz vorsichtig. Und er schießt sie alle mit gezielten Kopfschützen. Schüssen muss aber zwischendrin, also du hörst wie nennt sich das denn? Den Abstand zwischen dem Schuss und dem Nachladen.
Ja. Oder der Abstand zwischen den beiden Schüssen ist darin begründet, wie häufig ich nachladen muss. Nein, nicht wie häufig. Ist schon ein Schuss, ein Treffer. Aber es dauert ein bisschen. Also, ich habe meine drei getötet, heldenhaft. Ja, ich habe keine Munition. Jetzt musst du mich retten. Dann muss ich aber erst das Nachbarhaus finden. Das heißt, du musst mir jetzt mal gut beschreiben, in welchem Haus du bist. Aber die verlieren auch relativ schnell an das Interesse an einem. Also meine waren, als ich dann das erste Mal nachgeladen habe, waren die schon wieder am Weggehen. Ja, also Lärm ist mit Vorsicht zu genießen. Sowohl bezüglich anderer Spieler als auch bezüglich der Zombies. So, So, wo bist du denn? ich hab's ja erledigt. Ach so. Muss man dich Genau. gar nicht mehr retten. Ich Ich hab mich selbst gerettet. hätte ich so gern, hätte ich dich mal gerettet. Ich gucke gerade, ob ich die irgendwie looten kann. Halt, da war was. Tuna Fisch damaged in der Dose. Von So, wo einem steckst du Zombie? denn? Ich bin hinten beim Apfelfeld. Wo ist das Apfelfeld? Da, wo ich bin. Ich habe eine noch geilere Kopfbedeckung gefunden. Neongrün. Fast. So, wo ist das Apfel? Ach, hier. Ich sehe es. Aber da steht noch ein Zombie auf der Dingens, ne? Wo? Dann bist du bei einem anderen Apfelfeld. Oder wenn der Zombie eine lustige Kopfbedeckung aufhat, bin ich's. Nee, das ist ein Zombie. Bist du hier neben diesem Ich bin am Brunnen. Alter, ich weiß doch nicht, wo der Brunnen ist. Warum nicht? Salverio ist vorbeigekommen. Salve. Wir spielen hier ein nubiges DayZ. Also ich trinke mich jetzt hier gerade noch Sitt. Und dann suche ich das zweite Apfelfeld und erschieße den Zombie für dich. Was für ein Haus steht denn bei dir in der Nähe? So ein kleiner Laden und ein gelbes und eine relativ lange Mauer und ein großes rotes. Ein großes rotes. So ein ganz, ganz großes rotes mit ganz vielen Fenstern. Ja. Ja, du hast gedacht, du könntest dich hier einfach reinschleichen, aber so einfach ist das nicht. Moin, moin, Matrose. Willkommen an Bord. Moin. Trixels. Ah, du hast ja doch noch einen hinter dir. Ja, einen einzigen. Dann lauf mal an mir vorbei. Ja, das denkt er sich so. Jetzt hast du den hinter dir und ich, jetzt musst du ihn tot machen. Sicher? Oder ich muss ihn übernehmen. Da rennt hinter dir her, Mann. Ich drehe Du nochmal. wolltest mich doch retten. Ja, dann hättest. Ja, ich drehe nochmal um. Hast du ihn? Ja, natürlich habe ich ihn. Nicht so wie du. Ja, nimm dies. Du Sack, nimm das. Siehst du? Das hast du aber gut gemacht. Ja, finde ich auch. So, und was Hier, hast du jetzt für einen hier. lustigen Hut? Hier, hier. Da. Hier ist der Brunnen und da sind die Apfelbäume. Ah. Ja, da haben wir noch was Schönes gefunden. So, und ich Klar, schmeiß mal wie mein sieht Brennholz denn, hier wie sieht raus. denn. Also mal ganz kurz so zur Absprache. Ich habe mal gerade auf die Uhr geschaut. Genau, das war nämlich die Frage wegen der Frage nach, welchem Spiel hast du denn schon gespielt Ja, heute? ich habe heute schon, aber bis jetzt nur na. This War of Mine gespielt und DayZ. Und würde jetzt aber mit dir noch eine Runde Äpfel pflücken und dann können wir aus meiner Sicht uns nochmal satt essen und satt trinken und dann auch erstmal, also ich brauche dann ein Mittagessen-Päuschen. Ich habe gestern was vorbereitet, was ich jetzt aber dann mal essen würde.
Ja, das ist gar kein Problem, weil bei uns steht natürlich die Abendbrotszeit noch an. Und ich habe meiner besseren Hälfte versprochen, noch ein bisschen was mitzuhelfen und so. Und dass wir dann gemütlich danach im Abendbrot dann schön in die PUBG-Runde starten. Dass wir so ein bisschen Abwechslung kriegen. Ich meine, so viel DayZ ist cool, ne? Aber es ist ja immer so, dass dann immer so ein bisschen, Und wir haben uns jetzt gefunden und wir leben beide auch noch, was ja auch nicht... Das kommt auch nicht so oft vor. Ja, was? Hier liegen einen ganzen Haufen Äpfel vor mir, wenn du welche essen magst. Ich bin gerade noch in dem Laden drin. Du hast ein Werkzeugset vergessen. Ja, ich habe auf dem Dingslag auch eins auf dem Hochsitz. Ich hatte keinen Platz und habe mir jetzt lieber Platz für den Apfel freigemacht. Du kannst damit Rucksäcke reparieren. Und Schuhe. Ja, ist doch gut. Ja. Das ist doch perfekt für meine Militärboots. Ja. Ja, ich hoffe, ihr nehmt mir das übel, dass ich diesen Apfelspawn-Bug ausnutze. Tommy probiert das auch gerade. Bei mir hat es aber funktioniert. Ja, bei mir funktioniert. Ich habe das Timing noch nicht so raus. Hast du den Angelhaken noch? Ja. Den kann ich an meinen Hut befestigen. Dann nimmt er uns einen Speicherplatz weniger weg. Das ist gut. Das ist gut. Salverio schreibt, der Bug ist gewollt. Wo hast du das her? Das war was, da habe ich mich im Nachhinein sehr geärgert. Das habe ich auf der Gamescom nicht geschafft, die Entwickler zu fragen, warum denn dieser Bug noch drin ist. Ich glaube, das Problem ist, der Bug ist deswegen noch drin, weil so viele Leute sich darüber aufregen, warum es denn sein kann, wenn du vor einem Apfelbaum stehst, der Früchte trägt, warum du dann nichts findest. Da musst du ja schon echt doof sein. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber wir sind doch Noobs. Ja, aber dann so doof ist man dann auch wieder nicht. Ja, das ist auch was sie ändern wollen. Also wo du... Bei den Äpfeln habe ich es nicht mehr im Kopf, aber die Steine, die du am Anfang findest... Also das wird in der Beta wohl, die sind immer so ein bisschen vorsichtig und sagen, sie wissen, aber sie haben das vor und haben das auf irgendeiner ihrer Roadmaps, dass man dann eben einzelne Früchte sich nehmen kann oder auch am Strand halt entlangläuft, um Steine zu finden. Und wenn dann da einer liegt, kannst du ihn einfach aufnehmen. Ja, also der Angelhaken ist hier bei mir, ne? Ich hole mir gerade meine Axt mal. Griffbereit, weil ich höre auch schon wieder einen Zombie irgendwo. Ja, ja, den habe ich auch gehört gerade. Wo ist der Angelhaken? Ah, da liegt er. Guck mal, Tab. Aber friss mir jetzt hier nicht die Äpfel weg. Ich bin schon stuffed. Ich noch nicht. Ich muss hier noch ein bisschen. Ich muss ja noch ein bisschen. Ich würde jetzt. Ach, da drüben ist er. Ja, jetzt komme ich langsam. Hydrated and energized. Das ist gut. Komm. Alter, mach doch nicht so einen Krach. Ach so, ja, da habe ich nicht dran gedacht. Ich gehe jetzt hier schnell rein. Vielleicht kommen mir noch welche, die einen Schuss gehört haben. Das habe ich nicht beachtet. Ich habe mich schnell versteckt. Ich glaube, ich würde hier an dieser Stelle, also quasi an diesem Ort, würde ich dann auch das Päuschen machen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine wirklich sehr gute Idee. Wann wollen wir denn uns verabreden? Du mach einfach in aller Ruhe. Ich habe noch ein Turmeul oder sowas, wo ich gut auch noch mal ein bisschen Zeit mit überbrücken kann. Wie gesagt, also von der Planung her ist es Ich glaube, ich bin schneller fertig als du und dann kommst du einfach online und wir wechseln auf Battlegrounds. Ja, aber oder für, das, was uns dann halt beliebt. Forest ist ja auch noch so ein heißes Eisen, was man... Stimmt. Gucken wir einfach mal. Dann würde ich sagen, Klabbi, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Lass dein Essen dir schmecken und dann sehen wir uns und hören uns nachher. Und nicht nur wir, sondern auch die Leute, die auf YouTube zugucken. Ich wünsche euch einen... Die in Twitch zuschauen. Ja, die Twitcher, die gucke ich mir jetzt gleich nochmal an. Ich wollte jetzt nur die Folgenpause einläuten und sagen, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Und die Twitcher kriegen gleich noch einen kleinen Schmankerl von mir.
Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sind Tommy und Klabi. Wir sehen uns nachher. Bis dann. Ciao. Abo nicht vergessen.